Willkommen zurück. Die Pause ist vorbei. Es regnet mittlerweile, obwohl der Himmel noch gar nicht so bedeckt ist. Na gut, dann machen wir uns halt jetzt im dichten Nebel hier auf zum nächsten Erkundungspunkt. Ich schaue noch mal ganz kurz hier rüber, ob nicht doch noch irgendwo... Nee, niemand da, leider. Na gut, also wir gehen jetzt in die Richtung... Und schauen uns das mal an hier drüben, was los ist. Und auf den offenen Flächen, da halten wir immer ein Auge offen nach einem Häschen, das hier das gesamte Gras niederdrückt. Oh, jetzt fängt es richtig an zu schiffen. Ich würde so gern sehen. Oh, das ist ja auch interessant hier. Wenn wir in die offene Fläche rauskommen, dann wird das Geräusch auf alle Fälle lauter und es regnet viel mehr. Wie cool ist das denn? Das habe ich ja in noch keinem Spiel erlebt. Hier draußen schifft es unglaublich. Wenn wir aber hier ins Dickicht gehen, hört man es nur noch vereinzelt plätschern. Schön. Ah, es sind die kleinen Dinge, Mensch, die mir Freude machen. So. Oh! Und die großen, die mir Angst machen. Spur untersuchen. Wir haben hier einen Dammhirsch. Ich würde so gern sehen, wie weit der entfernt ist, beziehungsweise wie lang oder wie alt die Spur ist, damit man in etwa abschätzen kann, ob sich eine Verfolgung lohnt. Wir haben immer noch keine Punkte. Das heißt, wir können noch nichts aufleveln. Na gut. Und jetzt wird es wieder schön. Die Sonne geht schon fast unter. Es ist jetzt 16.55 Uhr. Ich bin mal gespannt. Ah, jetzt haben wir hier auch wieder nur einen Hochsitz. Aber mehr nicht. Mal schauen, wie viel der kostet. 1700. Oh, können wir uns gerade noch leisten? Machen wir. Das ist nicht mal ein Hochsitz, sondern nur ein versteckter Sitz. Tja, jetzt wenn hier irgendwo Dammhirsche rumlaufen würden, dann wäre mir sehr geholfen. Das kann doch nicht sein, oder? Dass wir hier keinen mehr sehen. Anfangs hatten wir so Glück und jetzt nichts mehr. Es rührt sich nichts. Vielleicht müssen wir auch einfach nur mal etwas leise sein. Der nächste Punkt, den wir auskundschaften, gehen wir vielleicht hier nach Süden. Da gehen wir nach Süden, dann haben wir den Bereich komplett abgedeckt und schauen uns hier mal um. Komm schon, irgendwo vielleicht, Hirsch. Es rührt sich nichts. Wir probieren es nochmal kurz, Moment. Oh, da schauen wir jetzt mal rein in unser Inventar. Lockmittel. Kann verwendet werden, um sowohl Rehböcke als auch Ricken anzulocken. Ich weiß nicht, was Ricken sind. Und der Hirschlockrufer erzeugt den authentisch klingenden Ruf einer brünftigen Hirschkuh. Oh, dann hätten wir das vorhin anwenden können, als der andere hier vor Brunft gerufen hat. Unwiderstehlich für Hirsche und Hirschkühe. Niedrige Reichweite, aber hohe Lockchance. Ist die dann hier Reichweite 200 und die hier 150? Dann ist ja hier der Blöck-Lockrufer für Hirsche um einiges besser. Haben wir im Codex irgendwas zum Thema? Zuletzt verwertet, da ist alles drin, das passt. Aber wir haben hier nicht irgendwie...
vier Rufe. Die kennen wir schon. Brunftschrei, ja. Verhalten von Tieren. Irgendwo was mit anlocken. Bedürfnisgebiete ist klar. Geräusche. Fertigkeiten. Pirsch. Nee, leider steht hier nichts. Nur gut, dann verlassen wir den Stand wieder. Wo gehen wir denn jetzt hin? Hier nach Süden. Los geht's. Los geht's. Kann doch nicht sein, dass hier gar nichts mehr ist jetzt mittlerweile. Anfangs hatten wir so Glück und jetzt gibt's nichts mehr. Haben wir alle schon ausgerottet. Das wäre natürlich schade. Wie schön hier jetzt auch der Schatten liegt, nachdem die Sonne untergeht. Ich wünsche mir ein Skyrim in dieser Engine. Wir hören auch nichts mehr, ne? Entweder gehen die jetzt alle schon langsam schlafen oder ich habe keine Ahnung, wo die sind. Wir haben hier einen Weg. Ah, das ist der hier drüben. Dann bleiben wir mal etwas auf dem Weg, verursachen wahrscheinlich weniger Geräusche. Vielleicht hüpft uns ja doch der ein oder andere Dammhirsch nochmal über den Weg. Das wäre schön. Von der Conny hören wir auch nichts mehr. Die Einsamkeit der Jagd, nenne ich das einfach mal. Was haben wir denn da vorne? Ein Schild. Rattenfeld der Gräber. Vorne ist auf alle Fälle wieder eine Freifläche. Irgendwann müssen wir die treffen. Jetzt haben wir hier einen Wanderweg. Rattenfeld Grab, Rattenfeld Strohhalmfeld. Ein Wahrzeichen haben wir gefunden. Ich bin ja echt begeistert, wie sie sich hier Mühe geben. Die Karte hier zeigt genau die Position an, wo wir auch wirklich sind. Da könnten sie einfach immer nur das gleiche Bild ne nehmen, aber nein, da wurde hier schon ein bisschen Arbeit reingestellt. Ein Grabhügel aus der frühen Bronzezeit liegt in einer unheimlich kreisförmigen Lichtung zwischen den Bäumen. Dann gehen wir doch mal auf den Grabhügel. Der ist aber groß. Der ist aber groß hier. Vielleicht haben wir da einen schönen Rundumblick. Ja, haben wir. Irgendwo vielleicht. Es rührt sich nichts mehr. Da ist einfach nichts mehr da. Das ist so seltsam. Als wären alle ausgestorben. Wir gehen einfach mal jetzt alle Wegpunkte ab, die wir hier haben. Was bleibt uns auch anderes übrig? Ich sehe keine Tiere mehr, wir können nichts mehr schießen.
Was ist hier los? Das riecht mir nach Zombie-Apokalypse. Oh, ein Häschen. Wenn wir schon keinen Dammhirsch bekommen, dann wenigstens ein Häschen. Ich hoffe, vielleicht können wir jetzt hier schon mal uns die Trophäe holen. Oh Gott, Gott, wie der da liegt. Huiuiui, der hat er mit der Nase gebremst. Das ist ja kein Kaninchen, das ist ja hier ein Eichhörnchen. Wobei das etwas groß ist. Mann, Mann, Mann. Ja, wir können leider nichts machen mit dem. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob man allgemein, ob wir vielleicht das falsche Gewehr haben. Bin ich mir nicht sicher. Muss ich mal nachschauen. Wenigstens haben wir einen kleinen Erfolg errungen. Wir haben wieder mal ein Tier geschossen. Nach langer, langer Zeit. So, hier vielleicht irgendwo. Wir haben ja nicht mal mehr Spuren irgendwo. Nichts mehr. Null. Nada. Ein Jäger hat es nicht leicht. Oh Gott, jetzt wird es dann Nacht. Wir haben keine Kohle. Eieiei, und können wahrscheinlich gar nicht mehr rasten für den Morgen. Jetzt habe ich gerade was gehört. Ein Dammhirsch. Wir antworten ihm mal. Oh, da könnte man jetzt den Hochsitz brauchen, Mensch. Ich höre dich. Da hat er uns geantwortet, Mensch. Es kostet ja 2100. Der kann jetzt irgendwie 500 Meter entfernt sein, der kann aber auch gleich hier um die Ecke sein. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Schrei nochmal, Mensch. Leider nicht. Wir machen auf alle Fälle jede Menge Geräusche. Geräusche. Auf dem trockenen Holz. Was war denn hier? Ist hier ein Waldbrand gewesen? Hat hier jemand gezündelt? Ist ja alles kaputt. Na gut, dann haben wir hier oben noch einen Punkt. Gerlinde Jäger schreibt ihr zweites Buch über Dammhirsche. Ja. Hier im Gebiet um den Hauptaußenposten von Ratenfeld ist dir aufgefallen, wie Dammhirsche Rehe verscheucht haben. Dann müssen wir in Ratenfeld bleiben. Echt jetzt? Aber wir sind doch hier. Okay, wir sind ja eh in Ratenfeld. Von daher ist es ja okay. Da drüben irgendwo. Da muss er sein. Da drin. Wieder im Dickicht. Ne, ich sehe hier nichts, ich sehe hier nichts. Da bewegt sich nichts. Oh. Da zieht der Schwierigkeitsgrad aber ordentlich an. Mensch.
Na gut, dann wandern wir einfach noch ein bisschen hier durch die Prärie. Ist ja doch etwas größer hier alles niedergebrannt. Alles kaputt. Haben wir hier drüben? Was ist das denn hier drüben? Ein freies Feld mal wieder. Aber keine Spur, nichts. Totenstille auf dem Feld. Der Jäger erkundet das Gebiet, findet aber nichts. Ein Hase? Ja, den schießen wir aber jetzt nicht, weil wir die ja sowieso nicht als Trophäe an uns nehmen können. Macht also keinen Sinn. Oh. Mal hier drüben irgendwo. Wahnsinn, was die für eine Reichweite haben, dass die uns hier sehen. Da vorne ist es. Das könnte man schießen. Das könnten wir schießen, Mensch. Der Wind steht günstig, das ist gut. Das nehmen wir mit, damit wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Gott, wo ist es jetzt? Wo ist es? Da vorne. Oh Gott, es verschwindet im Dichtigt. Dichtigt. Im Dichtigt. Was ist denn los? Dickicht. Ist halt auch nicht, ne? Das ist der Quatsch. Wir sind viel zu laut. Ich hör's. Ich hör's rumlaufen. Wo bist du? Los, zeig dich. Wo bist du? Das ist jetzt hier aber irgendwie falsche Richtung. Wir gehen hier mal den Spuren nach. Ah, da ist wieder alles dicht, da sehe ich nichts. Ja, ich denke mal, ich habe sie wieder verloren. Jedenfalls höre ich nichts mehr. Wir haben hier ein Reh.
Was piepst denn hier immer so? Fährt da jemand rückwärts? Dammhirsch. Der läuft kreuz und quer hier. Ich habe ja keine Ahnung, wo ich dann hin muss. Wo bist du? Geht der jetzt Richtung? Ah, eventuell geht der Richtung den Futterplatz bzw. der Nachtruhe. Fußspuren gehend. Das ist okay, das heißt, er ist nicht auf der Flucht. Traben, das ist etwas schlechter. Wo bist du, Junge? Wo bist du? Ein Rehbrumpftschrei. Den brauchen wir natürlich aktuell nicht, Mensch. Wir brauchen immer noch den Dammhirsch. So, konzentriere dich jetzt mal, Tollfuß. Kann doch nicht so schwer sein. Der ist zum Futterplatz gelaufen. So wie es ausschaut. Wie schwer ist das denn bitte? Ich laufe zwar jetzt wieder in die komplett andere Richtung. Jetzt ist er hier oben und hier drüben. Wie kann er denn hier an unterschiedlichen Stellen gleichzeitig sein? Jetzt dreht er wieder um. Jetzt hör aber auf. Ah, jetzt wenn ich hier über die Kuppel gehe. Dann wird er uns halt wahrscheinlich gleich sehen. Oben. Ein Brumpftschrei war das, kein Warnschrei, na Gott sei Dank. Ich finde den nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich laufe dem hinterher, aber ich finde ihn nicht. Vor allem, wo er jetzt hier hin ist. Da ist er wieder umgedreht. Du machst mich fertig, Mensch. Ich geb's auf. Ich erwisch ihn nicht. Wir gehen jetzt wieder Richtung markante Punkt, wie immer. Es ist ja schon fast Nacht jetzt. 18:24. Ich würde aber schon noch gern mal das ein oder andere Reh schießen. Wir brauchen mehr Kohle.
Problem ist halt auch, ich habe den überhaupt nicht gesehen. Ich bin immer nur den Fußspuren nach. Losung lässt darauf schließen, wie frisch eine Spur ist. Sie zeigt ja auch die Entfernung zwischen Spur und Tier an. Wenn die Spur frisch ist, befindet irgendwas. Losung sehr alt. Ach so, okay. Genau das suche ich ja. Aber das gibt es offenbar nicht bei jeder Spur. Das ist mein Nemesis. Da haben wir nochmal einen Dammhirsch. Der warnt hier. So, wo bist du? Wir haben ihn wohl schon wieder versprengt. Kann ich mir vorstellen. Ich bin mal gespannt, ob die Nacht hier richtig dunkel wird oder so Skyrim-mäßig dunkel. Also überhaupt nicht dunkel. Vielleicht können wir dann in der Nacht noch das ein oder andere Tier finden. Wobei, wenn es am Tag schon nicht klappt, wieso dann in der Nacht? Ich weiß es nicht. Haben wir schon wieder den Warnruf. Aber die sind immer so weit entfernt. Wir spielen eine halbe Stunde, ich habe nichts erledigt. Furchtbar. Hier haben wir nochmal irgendwelche Fußabtritte. Wir haben ein Ruhegebiet entdeckt, das ist okay für uns. Mittlerweile mache ich mir keine Hoffnung mehr, dass wir irgendwo noch irgendwas finden. Da haben wir mal wieder einen Dammhirsch. Ja, und da haben wir wieder einen Hochsitz, den wir uns nicht leisten können. Na gut, dann geht's weiter Richtung Westen. Müssen wir auch noch hoch. Hier gibt es noch mal einen Aussichtspunkt. Was zirpt denn hier so komisch? Rattenfeld, Strohhalmfeld geht es hier lang. Wer hätte auch gedacht, dass das Jägerleben einfach ist. Ich nicht. Da piepst es immer, als wäre irgendwo, würde irgendjemand rückwärts fahren mit dem Lastwagen. Und hier haben wir schon wieder ein abgebranntes Feld. Oh Gott, die Fliegen kreisen um mich herum. Das hört sich ja überhaupt nicht gut an. Geräuschkulisse ist schon super. Ein Warnruf eines Reh, der ist mir egal. Kann ich jetzt auch nichts machen. Da haben wir nochmal einen Dammhirsch. Knirsch, Knarsch. Nochmal Dammhirsch. Geht in die Richtung. In die wollen wir ja eh gehen, das ist schon mal gut. Rattenfelder Stroh sind wir jetzt. Ah, da vorne, vielleicht können wir hier irgendwie uns mal umschauen. Es wird dunkel. So, hier ist ein schöner. Was haben wir denn hier? Ein Rehwarnruf. Irgendwo vielleicht. Oh!